Hallo und herzlich willkommen, ihr Modern Consumer, zu meinem Achtelfinale Deutschland gegen Russland im Spiel Pro Evolution Soccer Euro 2016 oder UEFA Euro 2016. Wir sehen, die Mannschaften kommen hier ins Stadion rein. Deutschland hat es geschafft, also ich habe es geschafft, mit Platz 3 mich noch zu qualifizieren fürs Achtelfinale. Und das war wirklich eine knappe Nummer. Nordirland noch gut besiegt mit 4:1, glaube ich, war es. Und ja, das Spiel in echt steht jetzt noch aus, während ich das hier aufnehme. Ihr seht, Podolski steht heute in der Startformation. Ich habe ihn als Stürmer mal eingesetzt. Das habt ihr mir auch in die Kommentare geschrieben. Und ich habe heute einfach frei meine Aufstellung ein bisschen mehr genommen. Trotzdem, wobei die eigentlich ziemlich Standard ist, wie in echt auch. Nur, dass ich Can als rechten Verteidiger habe. Ihr seht das jetzt gleich nochmal. Özil als offensiven Mittelfeldspieler. Auf der linken Seite müssen wir Draxler haben. Scheiße, ich habe noch Kimmich drin, fällt mir gerade auf. Ich wollte eigentlich Hummels und Boateng in der Innenverteidigung lassen. Nicht wundern, dass die Nationalhymne nicht läuft. Und ja, es ist unrealistisch, wenn ein Özil zum Beispiel die Nationalhymne mitsingt. Aber wir nehmen das jetzt einfach so hin. Und für die, die ständig gefragt haben in jedem Video, warum, wieso, weshalb kein Gomez dabei ist, den gibt es einfach hier bei Pro Evo nicht. Ich konnte ihn auch nicht rein editieren, den gab es einfach nicht im deutschen Kader. Und die anderen hier, Kimmich und andere Konsorten, die noch dabei sind, habe ich manuell dann in die Nationalelf einfach einberufen. So einfach ist das. Leider fehlen halt, wie gesagt, die ein oder anderen Spieler. Das finde ich auch sehr schade. Trotzdem werden wir jetzt mal schauen, wie wir das Ganze hier so gestalten können gegen Russland. Ich spiele immer noch auf dem Schwierigkeitsgrad wie die anderen Spieler auch. Es wird nicht leicht, das werde ich euch jetzt schon sagen. Ich muss auch mal das Training machen. Vielleicht mache ich das auch mal in einem extra Video, dass ich mal pro Evo so ein bisschen lerne, wie man das besser spielen kann. Vielleicht ist das mal nicht so uninteressant. Jetzt auf jeden Fall die Highlights. Viel Spaß dabei. Außen ist jetzt Platz. Hector mit der Flanke vorne. Hätten wir hier Podolski, der mit dem Kopfball. Erste Möglichkeit für Deutschland. Da waren gerade noch Pfiffe im Hintergrund, weil ich da einen Foul gemacht habe. Aber es wurde nicht geahndet und somit spiele ich weiter. Will hier nach vorne und dann Podolski mit der Möglichkeit. Schade, hat jetzt nicht gereicht zum 1:0. Nein. Was ein Fehlfreistoß. Kann ich das Ding nochmal retten? Hier mit Kimmich. Der holt sich den Ball. Ja, Gott sei Dank. Oh, was für eine Vorlage. Komm, geht da noch was? Jetzt mal einen Schuss drauf. Mal ordentlich. Da kommt er durch. Und er geht rein. Wer war es denn? 1:0 für Deutschland. Yeah! Wer ist es gewesen? Podolski ist es gewesen. Irgendwie hat er sich da vorne durchgewuselt, schnappt sich die Kugel und macht das Ding rein. Wir gucken mal, das war wirklich sehr, sehr komisch, was hier alles passiert ist. Einmal hier der Schuss drauf, ein bisschen durcheinander. Dann wird er in die Mitte geklärt. Keiner geht so richtig hin, außer Podolski. Der knickt den Ball ein. So muss das sein. Schön, ich will es auch nochmal sehen hier aus der Nähe. Zack, doch, das war von uns hier vorgelegt. Ich dachte, das war der Verteidiger. Und Podolski mit dem Kopf da vorne zur richtigen Zeit, am richtigen Zeit, am richtigen Ort. Lukas Podolski. Und jetzt der Fernschuss nochmal drauf hier. Ja. Und da muss der Keeper erstmal eine schöne Parade machen. Draxler hier rübergegeben. Und das war, glaube ich, ja, das war Müller. Ich hatte eigentlich gedacht, dass es Khedira war von der Position, aber schön. Oh, der kriegt nochmal den Ball und der geht rein. Was für ein satter Schuss. Scheißschuss. Podolski hier zum 2:0. Ich weiß nicht, welche Minute wir jetzt sind. Aber es ist einfach nur geil. 2:0. Lukas Podolski, ich finde auch, den kannst du auch in echt mal als Stürmer einsetzen. Klar, der spielt immer aus. Früher, WM 2006. Was war? Lukas Podolski und Miro Klose vorne die Doppelspitze. Warum nicht wieder mal so ein Ding da vorne reinsetzen? So, hier, was ist da passiert? Erstmal schön angenommen hier, in die Mitte gespielt. Und dann muss man sagen, so ein Ball ist auch wieder glücklich, wie er da reinkommt. Podolski wird jetzt nicht angegriffen und schießt das Ding mit rechts rein ins lange Eck. So muss das. Schön, Müller. Podolski geht wieder in Position und der Ball segelt hier durch. Schade. Oh, schade. So, wir gehen in die Halbzeit mit einem 2:0. Also es läuft wirklich sehr gut hier für mich mit Deutschland. Toni Kroos kann sich auch erstmal den Schweiß abwischen. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung.
Podolski vor allen Dingen. Und ihr seht hier einfach nochmal die Statistik, die meiner Meinung nach wirklich für mich spricht, außer die erfolgreichen Pässe. Da kann man wirklich auf jeden Fall was machen. Abgefangene Pässe 14. Ja. So, jetzt kommt Russland mal mit einem Angriff hier über den Flügel. Und da kommt noch der erste richtige gefährliche Schuss oder beziehungsweise auch schon die Flanke rein. Die haben sich also hier noch nicht aufgegeben. Ich muss jetzt weiter Gas geben. Man könnte meinen, ich habe ein Russland-Trikot an, ne? Warte mal, ich mache das mal hier so nach hinten. Dann sieht man auch die starke Nummer 7, Schweinsteiger. Ne, bringen wir gleich auch mal rein. Komm, wir bringen mal Schweini rein gleich. Ja, hier nochmal eine Chance von Draxler. Der läuft hier durch, hat sich den Ball geschnappt und zieht da mal schön ab. Guck mal, ohne hinzugucken. Und zack, holt er hier eine Ecke bei raus. Torwart muss ordentlich parieren. Ja, da kann er auch mal hier die Dinger nach oben ziehen und sich so ein bisschen freuen wenigstens. Toni Groß mit dem Schuss aus der Drehung raus. Toni Groß jetzt als ZOM-Spieler ja mittlerweile drin. Und das hat er gar nicht mal so schlecht gemacht. Hier einmal schön drum gedreht, abgezogen und leider knapp vorbei am Tor. Ah, Mist. Oh, da muss man aufpassen und jetzt kommen die Russen und jetzt muss Manuel Neuer hier ran. Pfosten! Oh, raus damit! Wegschlagen das Ding, sonst wird es hier nochmal ganz brenzlig gegen Ende. Oh, die wollen natürlich nicht aufgeben. Das ist hier ein K.O.-System und dann ist es ist dann vorbei, wenn man hier verliert. Oh, sie kommen ran und dann kommt das Ding. Oh, Alter. Es wird jetzt echt nochmal heiß hier, die letzte Phase. Ihr seht das. Aber hier ist natürlich auch Frust angesagt auf der Seite. Oh, 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 oh. Da muss es auf jeden Fall einen Freistoß geben. Wenn nicht sogar eine gelbe Karte. Aber da ist die KI sehr zögerlich mit hier vom Schiedsrichter. Da mal was zu pfeifen. Ja, wird hier herangewunken, ob das hier eine Verletzung ist. Man weiß es nicht. Wir sehen das hier auf jeden Fall nochmal. Toni Groß hier ordentlich gelegt. Jetzt wird es brutal. Oh, die Schuhe sind natürlich auch geil. Ja, Adidas, ne? Ja, yeah, ja, yeah, geile Schuhe. Dann halt der Schuss. Oh, nochmal gefährlich. Schweinsteiger. Schade. Eckball. Und der Ball geht nicht hinten raus. Und dann machen wir das Ding rein zum 3:0. Jetzt ist es auf jeden Fall gelaufen. Juhu. Toni Groß. Juhu. Und nochmal irgendwas machen hier. Und nochmal springen. Juhu. Ja, Toni Groß mit dem 3:0 und damit ist das Ding jetzt hier, glaube ich, auch gegessen. Wir schauen uns nochmal die Ecke an. Schweinsteiger zieht das Ding da rein. Wir haben jetzt auch schon einige Ecken gehabt und dann wird er in die Mitte rausgeklärt. Toni Groß da vollkommen frei und guck mal, Götze hat sich sogar noch so weggeduckt, damit der Ball reingeht. Sau nice, damit sind wir... Oh, Götze, ey, das ist auch gefährlich, was er da gemacht hat, muss man auch sagen. Ja, 3:0. Götze auf Schürrle, der ist total frisch, dieser Schürrle. Oh, der zieht jetzt einfach mal hier durch. Und da hat ihn immer noch den Ball und dann geht das Ding rein. Also da gehen die auch nicht wirklich ran. Die Russen haben hier heute irgendwie gar keine Möglichkeit, keine wirkliche Chance. 4:0 jetzt für Deutschland. Schürrle macht das Ding auch nochmal klar. Ich finde den, der ist auch optisch ganz gut gelungen. Also der sieht wirklich ziemlich realistisch aus. Was er jetzt hier für einen Lauf hat und hier, zack, die sind ja alle schon komplett kaputt. Und dann lässt er sich hier den Schneid nicht abkaufen und batscht das Ding nochmal mit links rein. So muss das. Oh, 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 jetzt wird's ganz bitter. Götze. Ach, scheiße, jetzt habe ich rausgefunden, wie man einen Trick macht. Ich dachte, da macht man hier angedrehten Schuss. So ein Mist. Ja, was ist denn das hier mit der KI? So wird das doch nichts. Und ich mache hier nicht das Tor. Das hätte das 5:0 sein müssen. Mist. Ja, also mit R1 kann man anscheinend irgendeinen Trick machen. Ich kann die Steuerung ja noch nicht richtig. Letzte Möglichkeit jetzt hier nochmal was zu reißen. Schürrle mit der Flanke und dann sollte es ja auch gegessen sein. Wir haben schon 5 Minuten Nachspielzeit und damit ist Deutschland im Viertelfinale 4:0 hier gegen Russland gespielt. Ich schätze mal jetzt zum jetzigen Stand, es wahrscheinlich nicht schaffen werden, weiterzukommen. Wobei, die haben ein Spiel unentschieden gespielt, wenn sie noch gewinnen und so, dann kann immer alles noch passieren. Das war auf jeden Fall extrem eindeutig. Ich habe keine Ahnung, warum die hier zu nichts gekommen sind vorne. Keine Ahnung. Aber trotzdem hoffe ich, es hat euch gefallen. Ihr seid dabei im Viertelfinale. Wir gucken jetzt noch ganz kurz nach, wer es denn sein wird, unser Gegner. Das ist natürlich immer noch mit das Interessanteste an der ganzen Sache. Schauen wir mal, was hier passiert. Oh, die Schweiz hat Polen rausgehauen. Spanien, Island rausgehauen. Ich habe Russland besiegt. Belgien ist raus gegen Portugal.
Die England hat Ukraine rausgehauen und dann ist Schweden weitergekommen. Frankreich ist weitergekommen, Top-Favorit. Österreich gegen Wales. Also das ist natürlich sehr schön. Wir sind jetzt theoretisch dran gegen Belgien. Ja, ich meine natürlich, Portugal ist der nächste Gegner, weil Belgien hat ja verloren gegen Portugal 1-0. Also sorry dafür. Und danach Spanien oder die Schweiz im Halbfinale. Das heißt, wir könnten im Finale, wenn wir es schaffen, auf Frankreich treffen. Ich hoffe es. Also das ist ja mein Traumfinale. Deutschland gegen Frankreich. Schauen wir mal. Wir sehen uns im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen. Schaut auch nochmal gerne in die Links rein, die ich euch hier hinmache. Und lasst auch gerne noch ein Like oder ein Abo da. Würde ich mich natürlich sehr freuen drüber. Bis dann.